Ja, hallo. Gestern war Fasching Dienstag. Bekannterweise suche ich ja nach einem Indianer mit französischen Wurzeln. Und, baba, ich habe ihn gefunden. Servus! Das ist der bekannte Schauspieler und Regisseur Gilles Bichebet. Richtig gesagt. Ja, ich bin froh, dass du beim Projekt mit dabei bist. Ich bin froh, dass du mich auf diesem Projekt eingeladen hast. Ja, ich habe extra für ihn eigentlich eine Rolle geschrieben, die in der politischen Episode vorkommen wird. Er wird der Kandidat sein. Also, vote pour moi. Da ging es in Französisch, ja. Ich wollte sagen, die Zuschauer, dass ich aber nicht geschlafen für diese Rolle zu kriegen. Das ist sehr wichtig. Ich war voll warm, wenn es ist passiert. Aber das führt mich gleich zu meiner Frage. Jetzt haben wir uns doch ein bisschen über das Projekt unterhalten. Du kennst jetzt die Episode, die Sequenz, ja, in der du auftrittst. Weißt du, dass es eine No-Budget-Produktion ist? Ich weiß, dass es eine No-Budget-Produktion ist, aber das ist nicht für mich so der Thema. Es ist für mich, was wir damit erzählen, das ist interessant und das ist spannend. Echt spannend, ich bin ganz froh, kann kaum warten. Ich muss vorher meinen Text lernen, das ist sehr gut. Mein Akzent arbeiten. Ich glaube, das ist schon gut. Das ist schon gut, mein französischer Akzent habe ich extra dazu gebaut. Das ist, ich komme in Österreich, muss etwas dazu bieten können. Und sagt, französischer Akzent kommt am besten bei den Mädels. Also passion. Okay. Also kurzum, würden Sie diesen Mann wählen? Nur Gottes weiß. Das ist der bekannte Regisseur und Schauspieler Gilles Bichet. Ja, und wir fangen nochmal an.